Röcheln, Sägen, Schnappen. Die unterschiedlichen Variationen von Schnarchen sorgen nicht nur für Ärger im eigenen Schlafzimmer, sondern stören Nacht für Nacht die gesundheitsfördernde Ruhepause für den Körper. Mit zunehmendem Alter schnarchen im Durchschnitt jeder zweite Mann und jede vierte Frau. Dr. Oliver Bürstner ist Hals-Nasen-Ohren-Facharzt in München. Er erklärt, wie es zum Schnarchen kommt. Man kann sich das vorstellen, die Atemwege da hinten in dem Segment. Gaumensegel, Zungengrund, seitliche Rachenwände in Höhe der Mandeln sind nicht stabil, sondern werden nur durch muskuläre Anspannung offen gehalten. Und die lässt natürlich im Schlaf nach. Dadurch sind diese Teile beweglich und können vibrieren. Ja, und dieses Vibrieren können wir eben hören in Form von Schnarchen. Das Schnarchen beschreiben Experten als ein Symptom. Dabei kann das laute Atmen während der Nacht Teil einer Krankheit sein. Aber auch äußere Einflüsse können ein harmloses, aber auf Dauer störendes Schnarchen begünstigen. Probleme, die gerne mal zu Schnarchen führen, sind sehr große Mandeln. Ein kurzer, weit nach hinten verlagerter Unterkiefer mit der Notwendigkeit für die Zunge auch entsprechend weiter hinten im Rachen Platz zu finden. Dadurch wird hinter der Zunge einfach der Platz irgendwann deutlich eng. Probleme mit der Nase, seien es jetzt Polypen, eine krumme Nasenscheidewand oder auch mal chronische Nebenhöhlenentzündungen, im Extremfall auch mal eine Allergie. Das sind alles Faktoren, die Schnarchen begünstigen, ebenso wie natürlich deutliches Übergewicht. Damit das Schnarchen nicht zur peinlichen Qual für den Betroffenen wird, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Schnarchen einzudämmen oder vollständig abklingen zu lassen. Man sollte abends keinen Alkohol zu sich nehmen, weil das auch wiederum zu einer Muskelerschlaffung führt. Man sollte schauen, dass man nicht zu spät ins Bett geht, weil das dieselbe Auswirkung darauf hat. Auch Rauchen und eventuelle Allergien sollten unterlassen bzw. behandelt werden. Dann kann man natürlich je nach Befund, also wenn bei harmlosem Schnarchen, auch operativ tätig werden. Man kann zum Beispiel heutzutage mit minimalinvasiven Verfahren den Patienten recht zuverlässig helfen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise das RFITT-Verfahren, eine radiofrequenzinduzierte Thermotherapie. Hierbei wird ein extrem hochfrequenter Wechselstrom in der Tiefe des Gaumensegels angelegt. Nach der Behandlung baut der Körper das behandelte Gewebe sukzessive ab, sodass mehr Platz im Rachenraum entsteht. Darüber hinaus kann eine Straffung und Versteifung des Muskels erzeugt werden. Der Eingriff erfolgt mit lokaler Betäubung in der Praxis. Im Gegensatz zu früher üblichen Eingriffen mit Laser oder Skalpell entstehen dabei in aller Regel keine nennenswerten Schmerzen, so der Experte. Durch das schonende Vorgehen sollen schwerwiegende Komplikationen nahezu vollständig ausgeschlossen sein. Trotz negativer Konnotation und einem gesundheitlichen Risiko, Schnarchen ist als Disziplin im Guinness-Buch der Rekorde aufgeführt. Die dort gelisteten Schnarcher schaffen eine Lärmstörung bis über 90 Dezibel. Das entspricht einem Lärmpegel einer stark befahrenen Autobahn. Mit mehr Disziplin und medizinischen Möglichkeiten kann aus der nervraubenden Autobahn im Schlafzimmer wieder eine Ruheoase werden.